gesagt. Wohin wollen wir reisen? Das ist eine Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Und ich liebe eure Lügen. Lügen? Ich lüge nie. Niemals. Aber der Wirt hat dir deine Striche und Fahnen belogen, oder? Natürlich nicht. Ja, aber aus einem edlen Grunde. Aus einem edlen Grunde? Ja. Der Baron hatte Durst. Der Mensch muss schließlich trinken. 13 Bier. Wenn es die Umstände erfordern. Aber ansonsten lügt der Herr Baron niemals. Merkt ihr das, mein Kind? Hast du auch einen Namen? Frieda. Frieda. Kein schlechter Name für ein Mädchen. Du bist seit einer Stunde so verdächtig still. Ist alles in Ordnung? Eine von denen. Im Feuer gebraten. Oh, der Baron hat seit gestern Abend nicht mehr gespeist. Schon seit 3 Tagen nicht mehr. Oh. Also, Baron Hieronymus Karl Friedrich Freier von Münchhausen lässt kein Kind verhungern. Wie wolltet ihr denn fangen? Mit eurem Säbel? Ist es auf dem Mond kalt oder warm? Und gibt es dort was zu essen? Oder muss man was mitnehmen? Da seht ihr, was eure Geschichten anrichten. Euch fehlt es doch nur an Vorstellungsvermögen. Nur weil ich keine abenteuerlichen Reisen auf dem Mond unternehme? Ich biete euch eine Wette an. Der große Baron Münchhausen ist der erste Mensch auf dem Mond. Und ihr seid herzlich eingeladen, ihm zu folgen. Ich dachte, der Mond ist nichts für Mädchen. Ich bin zuerst auf dem Mond. Niemals. Die Wette gilt. Was geht hier vor? Meine werte Gräfin. Dann spät doch durch euer neues Spielzeug. Und sagt uns, ob uns da eine böse Überraschung erwartet. Gern könnt ihr selbst einen Blick hindurchwerfen. Oder befürchtet ihr zu sehen, was euer Herz wahrhaft begehrt? Ich glaube nicht an solche... Wer als erstes am Meer ist,